Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Wieder die Triple M's dabei. Der Matze. Servus. Der Martin. Moin. Und der Michi. Allzeit. So, und wir sind an der Kokainfabrik. Jetzt gibt's Schnee im Sommer. So, gucken wir mal. Also, man muss schon echt sagen, auf extrem ist es schon extrem. Wir hatten gerade auch schon so ein Heli über uns. Also, ich habe 2 Sekunden um die Ecke geguckt und hatte schon einen Headshot. Die mit ihrem Wallhack. Die haben auch alle mit durcheinander quatschen. Ihr geht da lang, oder? Oh, ey, die haben Raketenabwehrsystem. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Die haben mich vorhin abgeschossen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Coca-Fabrik. Was ist denn das für eine Tür? Da ist eine Tür und dahinter ist zugemauert. Drohne fliegt. So. Stimmt mit denen nicht. Drohne fliegt. Ich habe jetzt übrigens mal wieder komplett alles auf Ultra gehauen. Sieht man zwar kaum Unterschied zu vorher, weil ich vorher auch nicht krasse Sachen auf High gestellt habe. Rechts, 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 rechts. Ja, ich rechts. Weiß. Ist noch im Gebäude dran. Seht ihr überhaupt noch jemanden? Ich seh gar keinen mehr. Man kann auf jeden Fall auch. Warte mal, wo waren. Was ist denn hier im Gebäude? Ich würde sagen, wir werden jetzt mal vernünftig absuchen, weil irgendwo bestimmt mal einer ist noch im Haus oder so. Der ist im Gebäude drin. Kann man mit der Drohne auch Dings lernen, Wärmebild? Nachtsicht. Ja, Nachtsicht habe ich gerade, aber. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Schwede, der Laden ist ja riesig. Laut Aufklärung haben sie ein altes Schlachthaus zu einer Koksfabrik umgebaut. Ja, aber ich dachte, das wäre typischer Kartellscheiß. Das hier ist eine Hausnummer. Macht keinen Unterschied. Je größer sie sind, desto heißer brennen sie. Klar, was ich meine? Oder drinnen. Klar, was ich meine. So, wie wollen wir vorgehen? Gegner, Gegner, Gegner. Hab ihn, er ist tot. Aufgescheucht. Aber sie sind aufgescheucht. Verdammt. Aber keine Ahnung, wie man in den Raum reinkommt. Der Raum ist zugemauert. Hä, der Raum, der da ist, da ist eine Schaltfläche dran. Ich hab da den. Warte mal, ich würde mal gerne wissen. Die wissen, wer kommt. Der ist ein Wärtsfassad. Toll, die haben Alarm ausgelöst. Das ist ein Treffer. Ich wette, die glauben, wir sind abgehauen. Die Waffe ist so geil, die macht so viel Schaden wie der Sniper und ist einfach ein fucking Sturmgewehr. Nachtsicht ist auch ganz geil, aber da müssen die Gegner schon echt nah dran sein. Hubschrauber kommt! Ab in die Häuser! Ab in die Häuser! Heli im Anflug. Warte mal, ich bin hier direkt. Moment. Ach, haben Kokainvorrat. Das ist eine Party veranstalten. Wir haben den Schnee im Sommer gefunden. Kann man hier nicht eigentlich deaktivieren? Ich bin direkt beim. Dir das Dokument schon alle? Ja. Ne, ich noch nicht, bin auf der anderen Seite. Vorne, vor meinem Tor ist ein Gegner, der kommt zu euch. Ich dachte, man kann den Alarm halt irgendwie ausschalten. Oh, hier ist ein Gegner. Stimmt irgendwie. Hab den. Da ist ja so ein Alarmding angezeigt, ich sehe bloß nicht. Ja, ich war da auch, aber da ging nichts. Also da war nichts. Strom. Kann ich denn hier nicht verwanzen, so. Wir müssen da hinten den Strom ausmachen. Da war ich doch gerade. Der, wo gerade markiert wurde, erst. Ah, warte. Ach, Strom, ne, aber hier muss ja auch irgendwo die Sirene sein. Ja, du musst die mit dem Strom ausmachen. Für ein Versorgungsflugzeug des Kartells. Es ist voll beladen und startbereit. Wenn wir die Ladung den Rebellen übergeben, könnte es gegen das Kartell helfen. So, aufpassen, hier sind überall welche. Kann man nicht eigentlich hier rüber? Guck mal. Hier über die. Kann man. Da sind wir eigentlich schon am Ziel. Wir könnten jetzt hier rein. Öffnen! Warum kann ich nicht mehr öffnen? Ja, aber ich erstmal den Alarm ausmachen. Hier ist eine Waffenkiste hier unten. Leute, bei mir. Ja. Okay. So, jetzt hat ein Booster der Laden. Haben sie schon mal. Normalerweise keine Sirene mehr. Hast du das Dokument noch nicht geholt, den ihr, das ihr hattet? Hier ist eine Waffenkiste. Die Waffenkiste holen, die Pistole. Pisse. Geil, das kann ich gebrauchen, die Pisse. Geil, hat er gesagt. Na, auf jeden Fall. Warte mal, ich muss wahrscheinlich nochmal rüber dieses Dokument holen, sonst müssen wir wegen mir hier wieder rüber. Da ist noch ein Gegner, kann das sein? Ja, ja, aber der ist irgendwo drin, aber kommst du gar nicht rein irgendwie. Das sagt ihr, weißt du, und dann gleich bin ich tot.
Hey, wie komme ich an dieses Kackdokument hier so weit zu? Von außen. Von außen nach innen laufen. Hä? Genau. Komm mal zu mir. Ich feiere einfach die Grafik vom Spiel. Ja, das sieht schon echt gut aus. Hat jemand C4 gelernt? Da rein. Ah. Kann sein. Kann sein. Vielleicht. Granate. Aber nur vielleicht. So. Okay, hat sich erledigt. Dokument. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt so. Haben wir alles? Ja, aber. Waffenkiste noch, Munition holen und dann können wir da rein. Ich habe den Code, den Magic Key. The Magic Key? I have the Magic Key, I'm a love doctor. 50 Cent. So. Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle. Wir haben einen Nachkommen mit MC. Warum machst du das? Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Zuerst in den Kontrollraum. Zugriff, Zugriff! Hier würde sich vielleicht Nachtsicht lohnen, oder? Obwohl. Also ne, Wärmebild, aber irgendwie ist hier keiner. Ist das dunkel? Mach mal hier N, hast du gesagt. Ja. N ist besser. Jo. Geh rein. Okay. Hab's Portal. Einmal hacken. Na, bestimmt den Generator hier. Steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Das kann er doch nicht machen. Der will das Kokain unbrauchbar machen. Nimm das mit, Kollege. Nimm das mit. Kann man noch verkaufen. Guter Kopf, böser Kopf. Was müssen wir denn hier machen eigentlich? Hier unbrauchbar machen. Bestimmt irgendwo ein Eingang. Vielleicht übers Dach. Nö. Okay, Granate fliegt. Kokain. Läuft hier hin, hier ist so eine Tür. Die Tür ist offen. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wird gemacht. Das ist auf jeden Fall jetzt in Alarmbereitschaft. Ja. Wir sind noch Gegner, Junge. Tango getötet. Da ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Boah, ich sehe gar nichts. In der gar nicht. So. Tü-tü-tü. Oh, über uns! Nein, in Deckung. Alter. Das finde ich halt auch mies, dass die jedes Mal. Dass die jedes Mal hinter uns die spawnen lassen. Das gute Gurka, ey. Ich hab keine Granaten mehr. Au! Hier ist so eine Dingskiste. Ich bin getroffen. Da schmeißen die eigentlich schon wieder rum. Ihr müsst schon gezielt werden. Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle. Wir sehen uns in der Hölle. Vorrat zerstört. Weiter im Text. Weiter im Text. Okay, los weiter, go, go, go. Links ist noch einer, das ist der im Haus war, den niemand sieht. Ja. Mit der zugemauerten Tür. Ja. Ja. Der hat auf jeden Fall einen Scheißjob. Pass auf, links sind auf jeden Fall zwei Typen irgendwo. Ach, irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo, zack, mal zu tot. Ja, ich bin da mal in der Minimap angezeigt. Ne? Ich sag mal, noch geht's. Also klar, wir sterben ab und zu, aber noch geht's auf. Auf extrem. Man wird ja gar nichts angezeigt zu markieren, wo ihr gerade markiert habt. Ist auf jeden Fall keine Tür, müssen wir die Tür auch noch aufsprengen. Ne, wir müssen nicht aufsprengen, hier ist nur ein Knopf. Schloss erledigt, auf geht's. Und Granaten reinschmeißen, ne? Oh, hatte schon. Ich mach Nachtsicht an. Er hat ein Kokainvorrat gesichtet. Granate fliegt, nehmt das. Einer ist noch. Granate fliegt! Nehmt das, ihr Säcke! Ist noch was drin? Ich will auch mal eine Granate schmeißen. Ich will auch mal eine Granate schmeißen. So, wo müssen wir hin? Hier ist noch ein Vorrat. Ziemlicher Haufen Pulver, den wir da gerade verdorben haben. Da wird jemand sauer sein. Ziemlicher Haufen Pulver. Das ist El Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Ja, und dann gehört er uns. Und dann gehört er uns. Oh, abgeschlossen haben wir schon. Yes. So, gucken wir mal schnell auf die Karte. Wir haben eine neue Ausrüstung. Was war denn das, die Waffe, wa? Gegner, 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 Gegner. Handfeuerwaffe.
Die wir vorher hatten, ist besser, oder? Ist das die neue oder die alte? Ich habe keine Ahnung. Fähigkeitspunkte haben wir auch wieder 2 bekommen. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Nach Vorräte. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Dahin, da sind wir schneller. Ein Drecksack weniger. Ein Drecksack weniger. Wo sind denn Vorräte? Da hinten. Ja, stimmt. Genau, immer alle gleich mitnehmen, wenn wir einmal da sind. Sonst laufen wir nachher. Wir werden da gar keine angezeigt. Vielleicht habe ich die schon. Ja, die habe ich hier schon. Links habe ich auch noch nicht. Hier drinne. Hubschrauber ist schon wieder auf dem Weg oder so. Da. Schön. Ein Unidad-Vogel! Da muss man aufpassen, die schießen übrigens Raketen. Ja, der fliegt über uns drüber gerade. Bräuchten eigentlich auch mal einen Heli. Oh, Gegner. Das war's mit ihm. Hab beide. Alles okay. So, renn da. Hey! Okay, go. Go, Gadget. Oh, Gegner. Gegner, fahr die um. Au. Schnell weg hier. Das ist ein Dokument. Dokument und ein Hubschrauber. Jo, erst Dokument, dann Hubschrauber. Hört sich nach dem Plan an. Sniper, hab ihn. Einer weniger. Hier okay, ich hab's geholt. Kartellauszeichnung ist, die jemand kriegen soll, der ein paar Rebellen ist sogar noch hat. Dingens. Da sind noch Gegner, ich weiß bloß nicht wo und wo. Marvin? Die müssen neu gespawnt sein, auf jeden Fall, denke ich. Hier ist irgendwo. Das Dokument. Ich starte den. Das ist so ein Ding, wo jeder holen kann. Ich starte den Heli. Hier ist noch ein Orden. Ich will ballern. Vorsicht, hier ist irgendwo einer. Aber wo ist das denn? Oben auf dem Dach. Okay. Ja, jemand hat eine Granate hergeworfen. Hubschrauber ist putz. Aufpassen da oben auf dem Dach, ey. Auf den Türmchen. Keine Ahnung, wer hier eine Granate hochgeworfen hat. Wo ist denn der Orden? Au. Hier ist kein Orden. Jetzt reicht's. Doch stehen. Na, der haut immer ab. Na, jetzt kommt er. Komm. Komm und du bist tot. Das Radio noch ausmachen, ne? Ne, hier ist doch der Orden. Schneller. Oder Punkte, okay. Das Kartell macht schönere Orden. Ne, hier ist ein Orden, ja. Was machst du? Ja, das sind Gegner überall. Aber das Auto ist eh putsch schon. So. Oh. Warum eh ein neues Auto? Ich dachte, wir nehmen den Heli. Oder habt ihr den schon? Der ist kaputt. Oh. Der ist kaputt, ja. So hört Chris zu. Ich hab echt nicht gehört. Der Stärkung rückt an. Oh nein, das überlebe ich nicht. Ich bin auch tot. Oh, gerade so. Da hat irgendwer eine Granate hingeworfen. Das hat den Heli getroffen. Scharfschütze habe ich. Ja, aber meine Leiche ist dann gut, ne? Komm hoch, Kumpel! Das hat aber gedauert. Ja. Ich fordere mal Spaß, ohne den Shuttle-Service der Rebellen wären wir am Arsch. Na, lass aber hier raus mal aus dem Gebiet, oder? Das ist nicht so safe gerade. Wo denn? Da hinten? Na dann, go Gadget. Ich weiß nicht, wie kann man die Fähigkeiten upgraden, wo man dann so kriegen. Dann könnte man ein Panzerfahrzeug kriegen. Na, indem wir die Aufgaben machen, die Grünen. Kommt ihr, Martin und Michi? War hier noch ein Orden, ja. Oder was? Oben am Dach, ja. Ernsthaft? Bei mir wurde keiner angezeigt. Da wird keiner angezeigt. Okay. Ja, vielleicht hatten wir den schon. Weil hier sind wir ja rein in das Gebiet sozusagen. Das kann sein, da oben auf dem Dach halt. Ja, ich hatte den oben am Dach geholt gehabt. Gut, dann kann das sein. So, na dann, ab geht's. Wo hast du markiert? Weil bei mir wird keine Markierung angezeigt. Doch, rechts, bei C. C für ja, Chris. Da können wir nicht durch die Stadt durch, oder? Doch, wo willst du denn sonst lang? Warte mal, geht's hier irgendwo? Vollgas durch.
Ich muss das selbst markieren, dass für mich der die Route angezeigt wird. So, ich wusste schon, wo ungefähr der Punkt ist, aber okay. Nicht die Route. So, weiter geht's. Allein das nächste. Ach, so Leute, ich habe mich dafür entschieden, dadurch, dass wir jetzt doch immer sehr weit fahren, werde ich ein bisschen cutten in den Videos. Einfach, dass wir die Story flüssiger zeigen können. Deswegen machen wir jetzt erstmal kurz einen Cut und sehen uns gleich zur nächsten Mission, wenn wir da sind. Bis gleich. Martin, guck mal links neben dir, ich lieg da im Gras. Achso, du liegst da. Ja, ganz unauffällig schnell wegrennen. Meine Mama hat gesagt, ich soll nichts von der Straße aufheben. Das sind da liegen. So, okay, sind wir da. Gucken wir mal. Müssen wir wieder einen verhören oder einfach nur was hacken? Ah, da oben ist noch ein Fertigkeitspunkt. Gegner. Hab ihn, er ist tot. Das glaube ich noch mal irgendwo rein. Komme nirgendwo rein. Ich hab mir wieder den falschen hier Weg. Hier oben ist noch Nachschub. Dacht, ihr habt alle. Oh, ach Heli, ich wollte gerade sagen, ey. Scheiße, hier ist alles sauber. Da ist alles sauber. Welche überlassen die dich? Eben. Ja. Das ist doch langweilig. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ist hier auch irgendwo ein Orden? Da. Auf diesem Orden ist eine Kokapflanze. Ziemlich cool. So. Dass wenn der einmal am Boden ist, der Heli, dass der nicht mehr starten lässt. Da ist doch keine Rotorblätter mehr. Der jetzt hat. Ich krieg Verstärkung, ihr macht das schon, ich hacke so lange. Er ist tot. Das könnte etwas sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campoana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Okay. Gucken wir mal. Neue Einsätze. Wir wissen, das Schiffslabor. Von einem umgebauten Fischerboot nahe Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Finden und zerstören Sie das Labor. Machen wir. Wir finden und zerstören das Labor. Wo ist es denn jetzt hin? Hey, warum? Ich hab's doch gerade angewählt. Zugeteilt. Da oben. Ach so, weil wir da noch nicht waren. Verstehe. Oh! Hab's. Da kommen noch mehr Sicarios. Irgendwie backt das bei mir gerade rum. Boah, ich wollte doch nur dem Michi helfen und jetzt bin ich selber tot. Die kommen hier voll mit besetztem Auto. Brauchen wieder einen neuen Michi. Aber wie gesagt, Hauptsache Zigarre brennt. Das Ding geht gleich hoch. So. Wir müssen voll weit jetzt. Ich glaube, das sehe ich nicht auf der Karte, weil wir da noch nicht waren. 5 Kilometer. Hubschrauber wäre cool gewesen, ne? Da oben. Okay. Ja, eigentlich müssten wir mal das machen, aber ich weiß nicht, was wir da brauchen, wo wir den anfordern können. Das ist dreimal Auto, oder? Hast du gesagt? Ich würde ja gerne ein Auto anfordern, aber jemand hat einen Mörser angefordert. Jetzt haben wir Cooldown. Rein ins Auto, komm, Attacke jetzt schon mal hinfahren. Ab zum Schifferboot. Zum Schifflabor. Alter, jetzt geht's. Ist das ein Kofferraum oder was? Jetzt haben wir auch noch coolen Nebeleffekt. wie sich's für richtige Ghostbuster gehört. Mach ganz einfach. Deswegen sieht das so aus. Was ist was? Das ist unsere Zigarre, Michi. You got the car. You got the car. Warum?
Nein! Ach, das ist ein Panzer! Oder? War das ein Panzer? Au! Oh. Das ist nur ein Panzer. Mehr habe ich schon. Fuck. Was? Doch, da oben ist ein Panzer. Nee. Doch, da oben ist ein Panzer mit Unidad-Soldaten. Komm, die machen wir jetzt fertig, ich will Panzer fahren. Es kommt bei Verstärkung schon. Ein paar Granaten und weg sind die. Oh. Hab ich sie erwischt? Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch! Hinter euch, drei Mann! Warte! Steig ein, schnell! Yeah, Panzer fahren! Wo sind die? Hilfe! Hier, ihr könnt weg! Ihr könnt, ja, weil ich im Panzer sitze! Boah! Wenn du zielen könntest, jetzt können wir den Konvoi aufhalten damit! Komm, ja, auf jeden. Runter. Aber ich brauche immer der Pferd! Aber wir müssen den wieder entführen, wir dürfen den nicht komplett kaputt machen. Jemand muss fahren. Geil! Ist der Panzer? Panzer fahren! Yeah! Denk dran, nicht den Konvoi zerstören damit. Ja, ich versuch's. Hey, Michi, aber hier musst du noch ein bisschen einen Führerschein machen, wa? Ja. Ja, dann hattest du erst eine Fahrstunde. Drive. Guck mal, der hält schon alleine auf, weil hier so viele Autos sind. Pass auf, dass ich nicht die Unidads mehr. Achso, oh. Gehört nicht zum Einsatz. Wo sind die Unidads? Die stehen doch hier irgendwo, oder? Ja, die kommen auch nicht so gut. Konvoi, nimm mich mit. Konvoi fährt von uns weg. Ja. Hat da jemand einen Panzer gerufen? Ja, Taxi bestellt. Kann ich mitfahren, dann können wir zwei. Nein. Oder wo steigt man einen hin? Ach, hier. Badabababab. Der muss jetzt auch noch so qualmen. Das ist richtig cool. Der Zivilist ist sicher tot, was denkst du dir dabei? Hoppala, da saß noch ein Zivilist im Auto. Patrouille verloren. Nice. Das ist ein Matze, den schieße ich runter vom Heli. Weil der Panzer ist voll schnell, der ist schneller als der Auto. Alter, ich schieße in die Richtung des Konvois. Wollte dich eigentlich treffen. Und darf ich zum Meilenwald vorbei dafür. Echt? Haben wir jetzt noch eine Rakete hinter uns? Platz da! Oh oh. Nein! Weg! Nein! Wo hab ich den einmal getroffen? Unidad-Hubschrauber! Ich hab... Das wollte ich dir schenken. Toll, mit so einem Panzer bist du ja schon voll... Oh, jetzt will ich gerne den Matze runterballern. Bist eigentlich jetzt unfuckable mit so einem Panzer. Die Frage ist, wie stoppen wir den jetzt ohne den Panzer, ohne den Dings kaputt zu machen, den Konvoi? Warte mal, ich klär das. Ich kann die da halt nicht rausschießen. So, Beifahrfahrzeuge sind kaputt. Oh, ich hab schon wieder einen Zivilist getötet. Irgendwie den Truck. Ah, ich bin nicht geäußert. Oh, guck mal, der qualmt schon, der geht kaputt. Ja, der ist überhältig. Ja, wir müssen aussteigen. Oh oh. Da steigt einer aus von uns. Da ist ein Gebiet, da ist ein Riesengebiet, dem euch. Oh, da halt den auf. Da rechts ist noch einer, da sind noch mehr Leute. Nein! Ja, da ist ein Riesengebiet neben euch. Ist klar, dass da Gegner sind. Michi, links von dir. Also aussteigen wäre jetzt. Aussteigen wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Er steigt selber aus, der Fahrer. Ey, mein Panzer brennt! Ja, hinter euch. Bevor der explodiert, nimmt
Nee, ich bin auch tot. LOL! Ich dachte, das ist ein Panzer. Warum können die mit Kugeln zerstören? Du bist halt doch nicht unfuckable. LOL! Wo ist Matze? Der hängt da oben im Heli und guckt zu, wie wir sterben. Das ist ein toller Freund, ey. Richtiger Anti-Mate. Ja. Wie soll ich da runtergehen, wenn ihr da mitten in dem Gebiet fightet?